Mit der Aktion Junge Fahrer waren die Nordhäuser Kreisverkehrswacht und ihre Partner heute im Berufsschulzentrum an der Nordhäuser Morgenröte zu Gast. Und als erstes wurde der Aufprall eines Autos bei einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometer gegen einen Baum simuliert. Dieter Köhler, der Projektleiter der Kreisverkehrswacht, erläutert, was die jungen Leute im Verlaufe dieses Tages noch erwartet. Wir führen heute zum zweiten Mal diese Aktion Junge Fahrer hier in dieser Einrichtung in der Morgenröte durch. Und wir wollen die Teilnehmer sensibilisieren, dass sie sich erkundigen an vielen Simulatoren, dass sie sehen, vor allem in einer Unfalldemonstration, was passiert mit einem Auto, wenn es zum Beispiel um Baum gewickelt wird. Deswegen haben wir das mal hier präsentiert. Und an den einzelnen Stationen wollen wir den Leuten nochmal nahe bringen, was passieren kann, wie man was machen kann, dass es nicht passiert. Und für diejenigen, die den Absturz des Autos noch einmal erleben wollen und am Beginn des Clips nicht richtig aufgepasst haben, das Ganze in veränderter Geschwindigkeit.